Hallo liebe Kawatzer-Freunde auf Kawatzer TV, heute mit einem neuen Video, Chris und ich, ja, wieder ein Reaktionsvideo auf eine Martial Arts Sequenz und der Chris hat das für mich vorbereitet und ja, bevor das Ganze aber losgeht, immer die wichtige Sache dazu, nicht vergessen den Kanal zu abonnieren, ja, Instagram ist hier eingeblendet, schaut in der Beschreibung, findet da mehrere Social Media Seiten und ja, wenn möglich, lasst uns viele Likes, viele Daumen nach oben. Chris, erzähl mal was drüber. Yes, Sir. Was habe ich heute für dich? Heute werden wir uns mal wieder in das wunderbare Reich der Frauen-Selbstverteidigung begeben. Kommt von einer Fitness-Influencerin namens Kelty O'Connor. Relativ großer Kanal. Und bevor du erschrickst, Fitness-Influencerin und so, die hat sich mit einem MMA-Verein aus Kanada zusammengetan, namens Lions MMA. Und die Jungs helfen mir da halt quasi 5 Techniken rauszusuchen. Also das Video trägt den Titel 5 Easy Self-Defense Moves Every Woman Must Learn. Wie immer. Ja. 2 von den Techniken werden wir uns zur Brust nehmen. Bin schon gespannt, was du dazu sagst. Und ja, dann würde ich mir denken, vielleicht kannst du, wenn die Jungs MMA-Fighter auch selber sind, dann ist das vielleicht einigermaßen kompetent. Wir werden es sehen. Aber wir werden dann halt auch schauen, was für Probleme bei der Anwendung auftreten können, wenn ich dann ausgerüstet mit meinen Frauen-Selbstverteidigungstechniken das mal gegen einen Kampfsportexperten probiere, nicht? Gerne, also schauen wir uns mal an. Gerne doch. Und ja, nachher gibt es dann die Analyse und ja, meine Meinung dazu, ob das gut oder schlecht ist. Ja, beginnen wir mal. Ja? Ich freue mich schon aufs Ausprobieren, muss ich auch, sagen. Ich auch, wie gesagt, zuerst mal bin ich gespannt, was du da vorbereitet hast. Na super, dann zeige ich dir mal die erste Technik. Gerne. Jawohl. So, what we need to do first and foremost, no matter what, if it's the hair, if it's the wrist, whatever it is, we have to base out. Nice solid base with our legs, make our center of gravity nice and solid, okay? Now, in any time too, what we can try and do is just come in and control the arm here. Now, from here, we have different options. There's ways that we can try and break the grip, but we want to try to do something a little fun. Yeah. So what we're going to do, we're gonna have that control point. We're going to use our outside arm. It's going to come underneath here, okay? And what we're trying to do is we're trying to get around, creating space so that we can drop our elbow on the other side of his arm. And when we do that, what's going to happen is now Todd's arm is now used against him. And if I get enough little torque here, it's either going to damage his arm or he's going to have to move. So the moment that we get this position here, we have followed a simple rule in martial arts where that's where the head goes, the body's going to follow. So what we want to try and do is we're going to use this hand. We're going to be kind of really mean with him when we're in a self-defense situation. You can go right down to the nose, up to the head. And as we're lifting here, we're just going to drop them down to the ground. We're going to base out, yep. Nice and strong. So if I was to push and pull, you have your strong legs. You can move with me. That's it. That's beautiful. Because what you're doing is you're making this one solid unit, right? It's exactly what we want. Now, once you're balanced out, we're going to use that arm, that outside arm. Under. That's it. And then up. And now we're going to drop you like this. It. And we're going to put this right up to the sky. Exactly. Right now, left. You keep going. Yep. My elbow here or my shoulder is going to go pop. Now, what we're going to do to make it even worse, though, this hand yep. right on top of the head. And you can be really mean with it. Yep. We're going to lift and drop the head right down. Like and now drop my head like this. Yeah. Beautiful. Good. Now, once you get to that position, yep. you can hold that arm. Once again, you can bring that knee right on top of the belly here like that. You're based out. If you come back that way, then you have some potential yeah. arm locks as well. Like yeah, let's one. Do one more. Okay. Okay, here we go. So we're gonna grab yeah. on, grab yeah. on. It's push and pulling. We're ready to go. We lift up, drop, and drive down. Beautiful. Yeah. Okay. Okay, also wir haben jetzt hier einen Shirt Grab gesehen, nicht? Und ja, was hältst du so von dem Ansatz? So, erst einmal immer dieselbe Frage, warum nicht gleich aufs Ziel gehen? Und vor allem, die Frage ist jetzt die, wollen die das als Technik zeigen, wo man den Gegner nur kontrolliert, ohne ihn zu verletzen? Oder möchte man hier doch noch weitermachen mit Schlagtechniken? Das habe ich jetzt nicht rausgesehen, aber wenn das jetzt zum Beispiel bedeutet, den Gegner zu besiegen, auch mit Schlagtechnik-Kombination, dann würde ich hier generell sagen, es ist zu viel Aufwand, den Gegner so am Boden zu kriegen. Mhm. Weil dann leicht ist auch meistens, das, was wir dann nachher zeigen werden. Oder vielleicht ist es ja schon eingeblendet. Das Publikum sieht es schon. Ja, das sieht es auch schon. Dass man das ein bisschen vielleicht mit einer Seite kontrolliert und mit der anderen dann zuschlägt, damit das, halt das T-Shirt dann nicht zu lang gezogen wird. Oder man macht das nur mit der Schrittarbeit, man geht nach vorne und setzt gleich mal Schlagtechniken ein. Also wie gesagt, das Ganze jetzt nicht so lang zu zusammenzufassen. Es ist ein sehr langer Prozess, der hier stattfindet. Ich dachte, ich lasse das mal ganz sich
abrollen. Ja. Stimmt, das ist wirklich sehr komplex und lang für. Also als Selbstverteidigungstechnik. Für das. Für Straßenkampfsituationen als Notwehr wäre mir das zu kompliziert. Mhm. Also ich würde das ja mit einem Griff ansetzen, zuschlagen oder mit der Schulterarbeit einfach mit den Fäusten zum Ziel gehen. Und für den Wettkampfbereich, ich habe kein T-Shirt an dem Mixed Martial Arts, also wo soll denn der hingreifen? Also das kann man ganz vergessen. Mhm. Also vielleicht am Nacken oder so, aber jetzt. Ja. Thomas, nächster? Ja, auf jeden Fall, sicher. Ich meine, das nächste wird übrigens sein, ein gegen einen Bürger von hinten. Sieht man auch relativ oft. Ich finde das ganz spannend. Bei Frauen Self-Defense, es scheint immer nur so 5 bis 10 Standardpositionen zu geben, die eigentlich immer und immer wieder durchbesprochen werden. Ist dir auch schon sicher aufgefallen, gell? Was der von vorne würgen, ja, den Shirt Grab, was haben wir? Von hinten umklammern, von vorne umklammern. War alles zu kompliziert. Also es ist alles zu viel Umwege, die eigentlich irgendwo hinführen. Also ich würde dann bestätigen, wenn er sagt, okay, ich mache das als Nicht-Schlagtechnik, sogar gegen jemanden, der sich kaum wehrt, vielleicht funktioniert das ja auch. Yeah. Aber ich meine, stellen wir uns mal einen Angreifer vor, der mal Gegenwehr leistet, klappt das nicht. Ja, vielleicht noch zur ersten Technik ein allerletztes. Mir hat das wirklich ziemlich gut gefallen, dass der Mann zuerst mal einen soliden Stand. Also für blutige Anfänger sicher eine ganz gescheite Idee zu sagen, okay, stelle ich breitbeinig hin, habe Gleichgewicht, um halt noch irgendwas Positives zum Abschluss zu finden. Weiß nicht, für uns ist eher selbstverständlich, na, nona, nett, würde mir nicht so gerade hinstellen. Aber wie gesagt, für mich persönlich, als Experte, ist die Meinung im Wettkampfbereich oder Straßenkampfbereich, ist es zu viel. Wenn ich jetzt mit Schlagtechnik mir das anschaue, also wenn ich die Option noch habe zu schlagen, ist das zu viel Arbeit. Ja gut, die Option war eindeutig da nicht. Ja. Naja gut, die zweite wird kürzer sein, aber ich dachte mir, vielleicht mal ganz interessant, was sie hier bringen. Is what happens if someone comes behind here and they have like this little like throat hold. A lot of times people would grab here like this. Now anytime someone has anything compromising your throat, we want to make sure that we're controlling that. So Todd's going to use both of his hands to clamp down here like this, right? Mm-hmm. Now what Todd's going to do here, just like we did before, is kind of going to base out. And what he's looking at doing is nice and simple. He's just going to kind of bend forward while he does that with his hips. And what that's going to do is going to lift my legs off the ground. All we need to do now is just a little bit of a roll with the shoulder. And we're coming down. I come up, I get right behind him. He's going to lift and then jump. And I go down. I have that rope position, first things first, we're pulling down, making sure that we're not compromised with our airway. Now what we're gonna do, we're gonna have this kind of nice squat position, we're gonna put our hips forward, and then we're just gonna tuck our shoulder in. Oh, totally. Yeah, totally. Now tucking out, yeah. Ja, du siehst, die junge Dame hat noch nicht so die Übung, aber mächtig fitte Oberschenkel. So nebenbei bemerkt. Das schon, ne? Also, naja, wurscht. Ja. Zur Technik, Maestro. Was? Zur Technik, zum Allgemeinen, es ist ein Riesenfehler da drin, nämlich Kinn. Bewegung ist nicht vorhanden, das heißt die Nackenmuskulatur wird nicht angespannt, es wird nicht zusammengezogen, also keineswegs, nicht einmal die Seitposition. Also ich habe freien quasi Durchgang zum Kehlkopf und ich meine, der Wurf an sich selber ist in Ordnung, wenn man da reingreift, aber die gehen immer davon aus, dass der Gegner gleich am Hals ist und auch wenn ich da reingreife, probiere, sollte ich in dem gleichen Moment probieren, das Kinn nach unten zu drücken. Das, du siehst bis zur Vollendung, passiert das, der Versuch ist gar nicht da. Mhm. Und das kann, ist eine Submission, die im MMA-Bereich, UFC, Bellator, wie auch alle anderen heißen, wo ein Mixed Martial Art ausgeübt wird, ist das eine Submission, die dann bis zu Ohnmacht, also quasi führen kann. Totales No-Go. Und da möchte ich aber einwerfen, wenn die junge Dame, die Fitness-Influencerin, das nicht macht, kann man vergeben. Aber gerade die beiden Typen, die es vorzeigen, die sollten es besser wissen, ja, nicht wahr? Ich, auf jeden Fall. Schaut euch, wir haben Videos drin. Ich habe ziemlich gute Videos gedreht mit der Crew. Und wir haben dort auch zum Beispiel immer mit dem Kinn gearbeitet. Sogar auf der Thumbnail, glaube ich, sieht man das. Weil das ist so wichtig, wenn man in echten Kampf ist, also wenn man Kampferfahrung hat. Ich kenne es aus den Wettkämpfen. Kinn runter, weil du hast die Zeit gar nicht mehr, den Wurf auszuüben. Mhm. Weil alles Technik super, aber wenn ich keine Luft kriege in dem Moment, kein Sauerstoff, was bringt mir die Technik? Ich meine, der Wurf ist nicht so schlecht. Aber der Fehler ist von Anfang an riesengroß mit dem Kinn. Das heißt, mehr Kinn, mehr Nackenmuskel antrainieren, ansteuern lernen, Kinn runter, das zum Reflex quasi antrainieren. Erst dann ist dann der Wurf dann auch dann hier mehr wert. Aber sonst, ich sehe keinen Mehrwert dadurch, weil da ist ein Riesenfehler. Ja. Das erste wäre für mich Priorität, nur mal das zu erklären den Leuten und nicht jetzt den Wurf nur zu machen.
Weiß Gott, das hört man auch, wenn man Unterricht bei dir hat. Ja, machen wir mal ein Sparring. Ja, ja, mal, ja, stell dir mal vor, du machst es mit deinem Trainingspartner und der wirkt dich und du machst nur die Technik. Aber hier gibt es keine Ansteuerung. Was passiert, glaubst du? Naja, klar. Fußnote am Rande im Training wird meistens, wenn das Kinn nicht sauber unten ist, dann lassen wir es meistens eh gleich bleiben. Da wird dann ganz, Kinn ist nicht drin, danke, passt schon. Ja. Mehr Glück beim nächsten Mal, nicht wahr? Absolut, ich habe schon im Training bei unseren Leuten schon gehabt, wo das jetzt gelernt haben, aber trotzdem nicht ausgeübt haben, dass die dann ohnmächtig geworden sind. Also, der geht ja auch so schnell. Das Problem ist, du hast die Zeit, die Technik überhaupt umzusetzen, der Wurf von hinten, okay, kann man machen, ja. Gibt auch andere Möglichkeiten, das Bein zu greifen, aber das jetzt tue ich jetzt gar nicht kritisieren, sondern einfach der Riesenfehler ist da oben. Ja, der Teufel steckt im Detail, nicht wahr? Absolut. Das waren die Techniken, die ich dir heute mal zeigen wollte. Vielen Dank, wie immer, für die Expertise. Vielleicht sollten die Guys von Lions MMA ein bisschen mehr auf die Feinheiten schauen, wenn sie das nächste Mal Fitness-Influencer beraten. Und ja, das war's von meiner Seite. Abschluss, ja, mach ich. Mach du den. Mach ich. Ja, liebes Publikum, immer wieder cool, dafür euch Beiträge zu erarbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte um Abos und Likes, dass wir da auch ein bisschen Verbreitung finden. Dann macht uns das Ganze gleich noch viel mehr Spaß. Sigi hat es eh eingangs gesagt, wir sind auch auf Social Media vertreten. Schaut in die Beschreibung, schaut vielleicht mal rein auf Instagram, Facebook und so weiter. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace. Peace. Macht es gut.